begrüße zum zweiten Teil der heutigen Medienveranstaltung. Ich begrüße unseren Übersetzer Nikos. Er wird für unsere griechischen Gäste und Freunde übersetzen. Ich begrüße unseren Cheftrainer Adi Hütter und unseren Torhüter Yvon Mfogo. Adi Hütter, ich denke, alle hier möchten auch noch ein Statement von dir zu den Ereignissen von gestern. Darf ich dich bitten, etwas dazu zu sagen, bitte. Es war sicherlich gestern ein intensiver Tag. Es tut mir persönlich auch leid um Freddy Pickel. Trotz allem muss man auch sagen, es sind Entscheidungen getroffen worden von der oberen Ebene, die man auch als Angestellter, so wie ich bin, auch als Trainer, einfach auch respektieren. Yvon, vielleicht auch aus deiner Sicht, ihr habt eine sehr intensive Zeit gehabt mit Freddy Pickel. Wie hast du das gestern erlebt aus Spielersicht? Ja, es hat mich wehgetan für Freddy, weil wir hatten eine super Zeit hier zusammen. Für mich hat er einen super Job gemacht, aber ja, mein Job ist einfach auf dem Feld wie mein Mitspieler und wir müssen einfach damit umgehen. Aber ja, wie schon gesagt, es hat mir wehgetan für Freddy. Und jetzt würden wir gerne den Blick nach vorne richten. Wir haben morgen ein schönes, großes Spiel hier im Stade de Suisse, Auftakt-Gruppenphase. Adi Hütter, wie siehst du die Ausgangslage gegen diesen starken Gegner? Ja, wir haben das erste Heimspiel hier auf Kunstrasen. Wir spielen sicherlich gegen die stärkste Mannschaft in dieser Gruppe. Olympiakos ist ein Traditionsverein, der erfolgreichste Verein in Griechenland, der schon in der Historie 43 Mal Meister geworden ist, 27 Mal Cupsieger in den letzten 10 Jahren, 8 Mal in der Champions League Gruppenphase war. Also dass man auch weiß, dass das ein Kaliber ist. Sie haben den Trainer gewechselt mit Paulo Bento, ist ein portugiesischer Trainer gekommen, der natürlich auch versucht, mit Ballbesitzspiel, technisch guten Fußball seine Mannschaft aufs Feld zu schicken. Sie haben gute Einzelspieler. Wir haben versucht, sie haben ja auch Probleme in der griechischen Liga, bis der Start begonnen hat in der Meisterschaft, versucht in diesen letzten Spielen international, sowie auch das erste Meisterschaftsspiel, wo sie klar 6-1 gewonnen haben, unter die Lupe zu nehmen. Wir waren dort, haben das vor Ort beobachtet und haben uns sämtliche Eindrücke von dieser Mannschaft besorgt und hoffen natürlich, dass wir morgen gegen diesen starken Gegner auch uns sehr gut präsentieren können. Yvon, wie groß ist deine Vorfreude, morgen in die Gruppenphase gegen diesen Gegner zu starten? Also für mich ist einfach ganz klar, wir spielen zu Hause gegen eine super Mannschaft und ja, Unsere Aufgabe ist einfach, wir werden versuchen, nach vorne zu spielen und gegen so eine Mannschaft, ich freue mich riesig. Ich habe sie ein bisschen beobachtet und sie spielen fast jedes Jahr Champions League und ich freue mich einfach riesig auf so eine Aufgabe morgen. Besten Dank und jetzt gerne Ihre Fragen an die beiden Herren. Alain Kunz vom Blick, bitte aufs Mikrofon noch warten. Adi, die Personalsituation, Steve von Bergen musste angeschlagen raus. Adams Nuhu war nicht dabei im letzten Spiel. Wie sieht es mit den beiden aus? Das zweite habe ich nicht verstanden. Adams Nuhu. Folgendes, bei Nuhu wird es sich, denke ich, noch nicht ausgehen. Ich bin aber überzeugt, dass er eventuell fürs Wochenende im Cup gegen Batzenheit wieder dabei sein könnte. Bei Steve von Bergen schaut es so aus, dass er gestern auch schon mittrainiert hat und gehe davon auch aus, dass er morgen 100% einsatzfähig ist. Weitere Fragen? Wenn du schon dort bist, Yvon. Sorry. Herr Hütter, wie sehr hat das gestrige Ereignis die Vorbereitung auf dieses Spiel gestört? Das kann man ja wahrscheinlich nicht einfach so ausblenden. Das stimmt. Mit dem konnte man nicht rechnen, beziehungsweise man ist nicht vorbereitet auf das, weil wir den Fokus natürlich wesentlich auf dieses Spiel gerichtet haben. Trotz allem haben wir unsere Pflicht und Aufgaben, uns bestmöglich für das Spiel morgen Abend gegen Olympiakos vorzubereiten. Και για τον κύριο Χούτερ, περισσότερο που έχει δει τον Ολυμπιακό, πού θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός υπερέχει και πώς πιστεύει ότι πρέπει να τον αντιμετωπίσει αύριο, ενώ αν μπορεί να μας πει και ποιον παίχτη, ποιον ποδοσφαιριστή ξεχωρίζει από τους Ερυθρόλευκους. Μάλιστα. Wir sind gespannt. Okay, es sind zwei Fragen und an beide Herren.
Die eine Frage ist sehr ähnlich wie mit der letzten Frage, inwiefern solche Ereignisse gerade für das Startspiel in die Europa League eine Mannschaft beeinflussen können. Und die zweite Frage, mehr für den Herrn Cheftrainer, ist, Sie haben die Mannschaft von Olympiakos, kennen Sie, haben Sie gesehen, wie denken Sie, kann man von der IBE-Seite, von der Mannschaft, von Ihrer Mannschaftsseite diesen Gegner beherrschen? Wie muss man mit ihm umgehen auf dem Platz, damit es gut für IBE aussieht? Ich beginne mit der zweiten Frage. Ob wir Olympiakos über 90 Minuten beherrschen können, das weiß ich nicht. Für das sind sie sehr, sehr stark. Was wir auf keinen Fall dürfen, ist, dass wir sie zu viel spielen lassen. Sie sind einfach technisch sehr gut im Ballbesitz, haben eine gute Ballzirkulation. Sie versuchen dann auch immer wieder den Rhythmus zu wechseln, haben gute Spielzüge nach vorne, gut durchdachte, wo immer Bewegung ohne Ball ist. Wir müssen, denke ich, was wir zu Hause auch schon oft bewiesen haben, dass wir sehr, sehr aktiv sind, dass wir unseren Stil auch hier zeigen im Heimspiel. Wir sind auch sehr heimstark, deswegen erwarte ich mir morgen auch von unserer Mannschaft, dass wir mutig sind, dass wir überzeugend sind, dass wir versuchen, Olympiakos nicht ihr Spiel durchziehen zu lassen, sondern dass wir versuchen, unser Spiel so zu gestalten, dass wir ständig Druck auf den Ball bekommen, dann glaube ich auch, dass sie fehleranfällig sind. Dani Wieler. Können Sie die Personalsituation in Ihren taktischen Möglichkeiten ein mit den Verletzten? Ich denke da vor allem an die Verteidigung, die Frage Dreier- oder Viererabwehr. Also, wir haben immer noch genug Verteidiger. Wir haben auch sicherlich nicht die beste Ausgangsmöglichkeiten nach vorne. Wir haben nur mehr zwei Stürmer mit Michi Freier und Julia Kubo. Aber wir werden trotz allem eine Mannschaft auf den Platz bringen, die die bestmögliche Leistung bringt und die Olympiakos fordern kann. Gibt es noch vielleicht gut noch drei Fragen? Du hast Peter Birr, Neue Zürcher Zeitung. Ja, Herr Hütter, Sie kamen vor ungefähr einem Jahr hier nach Bern. Da wurden Pläne gewälzt, da wurde die Zukunft skizziert. Haben Sie das Gefühl, nach den Ereignissen von gestern, dass Sie jetzt die Richtung ändern müssen? Die Richtung gibt der Verein vor, mit den Möglichkeiten, den Rahmenbedingungen, mit den Perspektiven. Meine Aufgabe ist, das Bestmögliche aus dem Personal, das ich zur Verfügung habe, zu bringen. Und das werde ich auch tun. Markus Brütsch, Aargauer Zeitung. Noch eine Anschlussfrage. Sie haben ja letztes Jahr Salzburg verlassen. Auch. Sie wurden zitiert, Sie sehen sich nicht unbedingt als Ausbildungstrainer. Also in Salzburg wurde ja auch ein Strategiewechsel vorgenommen. Man setzte vermehrt auf junge Spieler. Jetzt ist das etwas Ähnliches da. Werden Sie jetzt quasi von Salzburg hier reingeholt? Also. Ich weiß nicht, ob Sie vor einem Jahr da waren. Und ich habe das, glaube ich, mehrmals betont. Und wenn Sie genau zugehört haben, dann habe ich gesagt, ich bin kein reiner Ausbildungstrainer. Und in Salzburg war es so, dass wir dann fast nur mehr junge Spieler gehabt haben und die mehr oder weniger ausgebildet wurden für einen anderen Verein. Und ich arbeite, wenn Sie meine Historie kennen, sehr, sehr gerne mit jungen Spielern. Habe sicherlich auch viele, viele junge Spieler, unbekannte Spieler in höhere Sphären gebracht. Und auch hier bei IBE wusste ich, was mich erwartet, dass wir auch die Philosophie haben, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaft einzubauen. Und wenn Sie mal genau geschaut haben, dann haben wir einige eingebaut, das wissen Sie. Und deswegen ist es für mich jetzt nicht so, dass ich vor den Kopf gestoßen bin. Und der Weg, der gegangen wird im Verein, den gehe ich auch mit. Noch eine letzte Frage, Peter Berger, 20 Minuten. Wenn Sie sagen, Sie gehen diesen Weg mit, haben Sie sich bereits mit Herrn Siegenthaler unterhalten? Hat er Ihnen seine Philosophie erklärt? Sind Sie deckungsgleich oder wie sieht das konkret aus? Ich glaube, es gibt bei BSC IBE nicht nur eine Person, die die Richtung vorgibt. Es sind mehrere Leute, die den Weg vorgeben. Und deswegen ist es auch jetzt nichts Neues, dass man auch schon von den Herren, die vorher hier gesetzt sind, von unserem Verwaltungsrat, die dann auch die Richtung vorgegeben haben. Und ich denke, da ist auch alles gesagt.
Okay, besten Dank auch den Gästen aus Piräus. Das weitere Programm, 15.30 Uhr ist Training von des BSC IB. Die ersten 15 Minuten sind offen. Olympiakos Piräus trainiert um 19 Uhr, vorgängig um 18.15 Uhr ist die Pressekonferenz. Selbstverständlich auch mit unserem Freund Nikos, der für die Übersetzung sorgen wird. Besten Dank und schönen Nachmittag.